Der rennt seiner Leistung hinterher. Ui, gefährlich. So, Sonntag früh, es geht auf nach Berlin. Das letzte Mal war ich in Berlin 2013 zum Pokalfinale. Man könnte fast sagen, das Spiel heute ist noch mal wichtiger. Wir sind in Berlin, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Bisschen windig, aber Wetter hält mit. Wetter hält sehr gut mit. Immer noch faszinierend, wie ich aus Nürnberg unter 3 Stunden gebraucht habe nach Berlin. Sehr geil, aber auch schon hinter mir gesehen. Zwischen Boot und Liegestühle da hinten gab es schon Wechselgesänge von VfB-Fans. Also die Stadt ist da, die Fans sind da. Ich hab Bock. Dranbleiben! Ist unserer! Ja! Abschluss! Oh! Abschluss! Oh! Heilige Scheiße! Lebt noch! Führ ich, ja! Stark! Meint ihr ernst? Wir haben einen Live-DJ. VfB, alle, alle. VfB, alle. VfB, alle. Alle. VfB, alle. Förster kommt einfach zu spät. Auf
rennst du der Leistung hinterher. Ui, gefährlich. Ich war dabei. Links, vier, Alter, Selke, Mann. Was? Mann, so ein Schauspieler. Olle. Wechsel in der 87. Alter. Oh, Karl Leitschitz, Alter, bist du anwesend heute? Flach oder was? Flach! Komm, geh rein. Bin jetzt in meinem Motel. Ich konnte vorhin keine Prognose mehr aufstellen. Die beiden Kolleginnen von der VfB-Meme-Page haben auch genau das gleiche getippt wie ich auch. Ich hatte eigentlich auf ein 1-3 gehofft. Konnte es nicht mehr rechtzeitig machen, weil wir einfach ja zum Stadion Stress hatten. Ticken spät losgegangen wegen Essen, aber wären auch so noch pünktlich gewesen. Das war jetzt nicht das Problem. Aber halt mitten auf der S-Bahn-Strecke Feuerwehreinsatz.
S-Bahn nicht mehr gefahren, wir sind in ein fucking Taxi gestiegen und das für so ein Spiel. Ich meine, wir haben es ja vorher gesagt, auch beim Felicium-Stream habe ich es vorher gesagt, das Worst-Case-Szenario wäre, du gehst früh in Rückstand und am besten noch Davy Selke. Was passiert? Dritte Minute, wir haben gerade eben einen Schritt reingemacht ins Stadion quasi, deswegen leider auch die Pyro-Aktion verpasst. Davy Selke 1-0. Und so bis halt das ganze Spiel Berlin hinterher gelaufen. Wir haben uns von Beginn an, wie ich es auch am Ende vom Spiel ins Handy reingebrüllt habe, den Schneid abgekauft, komplett. Mit solchen Leistungen holst du halt nichts mehr. Ganz einfach. Da war nach vorne nichts. Wie viele Spiele jetzt? 3 Spiele am Stück wieder kein Tor gemacht. Wir können uns wirklich sehr, sehr glücklich schätzen, dass wir bei uns auf Platz 17 Arminia Bielefeld haben, die ich, ja, abschreiben kannst du nicht, aber wo ich es krass fände, wenn die nochmal aufstehen würden und wir dadurch wenigstens Relegation mehr oder minder sicher haben. Natürlich auch kein Mensch Bock drauf. Aber Berlin hat heute einen riesen Schritt gemacht in Richtung Klassenerhalt, in Richtung Platz 15. Die werden auch in Bielefeld nicht verlieren. Die haben noch Mainz zu Hause, die ja auswärts sich ganz komisch schlagen, die Mainzer. Ja, die Hoffnung bei uns jetzt mal, nächste Woche Wolfsburg zu Hause gewinnen, dann hast du zumindest die Relegation mehr oder minder sicher. Weil ich glaube mal, Bielefeld, wie gesagt, wird noch hoffentlich wenig Punkte holen. Und dann halt wenigstens Relegation, hat keiner Bock drauf. Aber ich sehe da gerade leider keinen großen Ausweg. Stimmungslage nicht so geil, auch gegen Ende war es noch ein Ticken. Ich mag das Wort toxisch nicht, aber mir fällt gerade kein besseres ein. War halt einfach ein bisschen angespannte Lage nach dem Spiel. Ist ja auch klar, du fährst für ein 2-0 hoch nach Berlin für so eine Leistung. Keine Ahnung, einzige richtig ernstzunehmende Torchance war ein Dino-Solo aus 50 Metern gefühlt, alleine aufs Tor gegen Latte. Das war die einzige richtige nennenswerte Chance. Da muss ich schon einiges verbessern. Ich mache mal einen Schnitt, hoffe, euch hat der Vlog gefallen. War ein geiler Trip, wie es auch immer bei Auswärtsreisen, vor allem beim VfB zurzeit bei Auswärtsreisen. Das, was wir selber bestimmen konnten, der Trip, Berlin und so weiter, war alles geil. Fürs Spiel konnten wir ja nichts.